Ist sie nicht herrlich geworden, diese meine Residenzstadt? Schön wieder aufgebaut in alter Pracht und Schönheit. Was sich nicht verändert hat, mein städtischer Hunger. So will ich also sehen, ob ich nicht irgendwo etwas Treffliches zu speisen bekomme. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Ah, mein lieber Freund, zu unserer Zeit wurde Bier, Wein und Branntwein aufgetafelt. Es hat sich viel verändert. Was kredenzt man denn heute so? Heute trinkt man Gin Tonic. Oh, das klingt interessant. Her damit. Die Kreation heißt Winterzauber. Eigentlich, mein Freund, bin ich hier nicht zum Trinken hergekommen. Mich plagt der Hunger. Sag, hat er eine Empfehlung? Ja, Eure Majestät, er ist sogar in demselben Haus, im Restaurant Moritz. Ah, trefflich. Na dann. Ich ehre, Majestät. Oh, wer ist er denn? Der Küchenchef aus dem Restaurant Moritz. Das trifft sich. Mich plagt der Hunger, sagt, was weiß er mir aufzutafeln? Also wie ich sehe, trinken Sie einen Winterzauber aus dem Ginhaus. Dazu würde mein Rehrücken perfekt passen, mit Wasabi-Wurzel und Herbsttrompeten. Perfekt. Sag, kann ich euch in der Küche ein wenig über die Schultern schauen? Natürlich, meine Majestät. Übrigens, da nicht jeder König sein kann, sei es euch anempfohlen, für das Restaurant Moritz oder die Eventetage vorzubuchen. Ah, da gibt das Essen schon ein Gedicht. Seid bedankt. Ich glaube, ihm schmeckt es vorzüglich. Na, Gott sei Dank. Übrigens, das war die letzte Folge vom Gin House Talk. Ich übergebe das Zepter an das Team vom Restaurant Moritz vom Hotel Svitez. Wir verbleiben dabei. Gin, Gin.